Ja, wir können starten, let's go. Abfahrt, Jungs. Jo. Alles klar. Also, Marto, oh, kann, soll, an. Marto, solltest du denn jetzt irgendwie die Dinge denn verlieren, die Connection mit Insta oder? In der Routerbox da oder was? Ich glaube, er hat jetzt gerade einen Timeout. Das kann gut sein. User joined your channel. Ben Söhner hat F1 2019 gestartet. Simon? Mhm. Ihr auch? Jo. Alles klar. Viel Glück, Jungs. Ja, gleichfalls. Ja, viel Spaß, Freunde. Glück. Ja, und Track. Danke. Naja, gut. Kein Kommentar dazu, glaube ich. Kein Regen? Was trocken. Ja, trocken, am Ende ein bisschen bewölkt. Weiß ich, bin ich gar nicht dran gewöhnt. Ich habe nur Regen trainiert. Ja, ja. Scheiße, ey. Gerade hier in China, ey. Wir nehmen die Änderungen vor, die du angefordert hast. Alles klar, ihr Molucken. Let's go. Alles klar. Ja, Park für mich. Jetzt geht's, Rüdiger. Also, Verstappen, Ripsen, der ist auf einer TS gerade, oder was? Nee, der soll sogar wirklich auf einer Geburtstagsparty sein. Hast du nochmal nachgefragt, ja? Nicht bei ihm, aber Gray meinte, dass er das sogar wirklich vor einer Woche gesagt hat. Also, kann sogar sein. Dann gehe ich jetzt einfach mal. Ja, ist halt dann immer komisch, wenn jemand irgendwie eine Strafe bekommt oder so, weil er ein bisschen Blödsinn macht und sich dann am nächsten Tag irgendwie dann abmeldet. Ja, ich. Es ist ja immer so ein kleiner Verdacht, aber so, gut. Ich bin ja generell. Das ist ja nicht so große Freunde on Track. Ich meine, Australien zum Beispiel, ARC, weil mich komplett weggeräumt hat, nicht mal eine Strafe bekommen hat. Und. Ja, generell. Bisschen schwierig mit ihm manchmal, aber. Ja, 26. Zart wie Butter. Ja, er meinte auch so, weil er die Session verlassen hat, irgendwie in Japan am Ende, vor Rennende, und wir eine Sonderregelung dafür hatten. Ja, ich verlasse die Liga, wenn ich dafür eine Strafe bekomme. Die Strafe wäre extrem heftig ausgefallen, aber trotzdem. Absolut kindisch. Sein Alter? Naja, egal. Machen wir es mal weiter hier, wa? China heute, 16 Leute, gut gefühlte Lobby. Good luck, Leute. Ja, auf jeden Fall, ebenfalls. Ihr seid doch Experten, Alter. Ja, was macht ihr denn da? Was macht ihr? Eigentlich man extra sieht langsam mal eine Lücke nach vorne zu schaffen, aber okay. So kennt man Gecki. Er sagt, der fliegt nicht mehr raus. Und oh, das war knapp. Ja. Lenkt noch aus India da unten.
The fuck, Alter. What happened? Ich weiß nicht, was Moritz da gemacht hat. Ich bin in der ersten Kurve halt off-track gefahren, um ihm Platz zu machen. Er fährt mir einfach hinterher. Idioten-Racing, da brauchst du nichts erwarten. Wer ist gerade alles auf einer Hotlap? Besser gesagt, ist irgendwer hinterm einzigen Red Bull auf einer Hotlap. Anscheinend niemand. Gut, dann mache ich auch niemanden Platz. Ist der McLaren auf einer schnellen? Das Yoshi oder Syndicate, die kannst du lange beten. Das ist Syndicate, achso. Ich fahre lieber meine Seite. Geki! Ah. Und nicht, dass Geki wieder in die Lobby kommt und ich ihn wieder da ragen höre. Wie in Belgien. Oh, diese Verbindung mit Online-Diensten, Alter. Hast du das? Qualitätssiege. Mark, bist du auf einer schnellen? Ja. Ich glaube ja. Wieso? Du nicht oder was? Nee. Alpha, jetzt fahre ich Windschatten. Das ist illegal. Ja, dann geh bitte vom Gas, dann geh bitte vom Gas. Ja, normal. Das ist Wolfgang. Mach mal Platz. Danke. Jay, falls du auf einer Hotlap willst, ich will nicht auf einer Hotlap. Nicht TS. Achso. Wahrscheinlich war er so häufig gecrashed, dass er nicht angeschnauzt werden will, ne? Bist du wieder auf noch schnellen? Ja. Okay. Wenn man runterschalten möchte und außerdem auf Kamera ändern kommt. Uff. Ich hab das gar nicht mehr belegt.
eigentlich eine ziemlich gute Hartrunde, muss ich sagen. Bisschen gefahren. 32,5. 32,5. Ja. Sagt das Mark? Das Mark. Also für meine Verhältnisse auf jeden Fall. Mittelsektor war nicht wirklich überragend auf die Runde. Glaube ich, noch ganz gleich schneller reduzieren. 60.000stel. Ja, ich habe den Mittelsatz irgendwie verkackt. Ich habe auf der 32.8 Banker-Runde irgendwie einen besseren Mittelsatz bekommen. Und 10. verloren. Zwei Mediumsätze, ja. Das wäre cool, wenn man sich die Tire Choice selber aussuchen könnte. Ja, das müsste ich eigentlich mal reinmachen. So. Auf was tippen. Da war ein guter Moment in der langen Rechts. Ist mit den harten Schlappen nicht so geil, wa? Nee. Aber könnte auf jeden Fall schön schneller gehen, also sieht ganz gut aus bis jetzt. Fahren Moritz und Jay wieder die umgekehrte Strategie oder was? Ja, macht eben. Haben sie letztes Jahr auch gemacht, das weiß ich hier noch. Weißt du, Rico, wo wir noch unser Hinterherfahren hier hatten? Oh, letzte ja. Saison? Bestimmt 20 Runden, gefühlt zumindest. Mhm, da bin ich glaube 5. am Haas gewonnen, da hat glaube Marek gewonnen. Marek, weiß ich nicht, aber ich weiß Marek, nicht. Marek vor Corny vor Mark, glaube ich. Keine Ahnung. Aber waren wir auch glaube eine volle Lobby waren wir da. Ich habe in China in Liga Rennen gewonnen, weil das einfach normalerweise nicht meine Strecke ist. Aber hier in dem Spiel geht's eigentlich. Ja, ich weiß noch, da musste man mal neu starten. Corny ist da schön rausgeflogen vom Rennladebildschirm. Muss aber sagen, in dem Spiel fährt sich China irgendwie besser als unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1,34,0. Mit der Strecke wäre ich glaube nie so warm. Alter, wie habe ich mit den harten Schlappen besser im letzten Sektor? Alter, Jay hat im letzten Sektor auf seiner Softzeit 18. langsamer als du, Marc. Der abgebremst da, der muss abgebremst haben. Ah ja, Chris, du hast Bestzeit mit der Sektor 2. Ja, ist auch mir ins Soft gefahren. Wollte gerade sagen. Wir sind 60 auf dem Temporadar. 296,7 Kilometer pro Stunde. So. Gibt's welche bei euch, die fahren hier zwei schnelle Runden auf dem Medium, oder was? Das hatte aber jetzt vor, ist richtig. Ich auch. Wir nehmen sogar neben das auch, okay. Was denn, du Lutscher, Alter? Was ist das denn hier? Bin mal gespannt, ob der Hotlap cooler ein Hotlap fährt oder langsam Hotlap dann die richtige. Ist eigentlich jetzt gemütet oder? Ich höre dich. aber Nameless wird sich muten, wenn die Runde beginnt. Davon kannst du ausgehen. Ich dachte, da wäre um 4 oder so.
Kurve 1. Nein. Boah, Eriko. Habe ich das Auto verloren. Na, einen kriegst du noch hin. Boah, habe ich Schwein gehabt, dass ich so früh rausgefahren bin. Ja. Ich hab's den Weg ein bisschen reingefahren und bin halt raus, aber. Aber wir müssen uns sputen auf jeden Fall. Da ist schon was dran. Achtung, wer hier auf der Geraden ist. Ah, bruh. Oh, ich glaube, wir müssen sogar noch warten, Eriko. Oh, ja. Oh, jeden Mann, jetzt ist Moritz vor das mir, wird Mann. Eng, das Ruhe, bitte. Ruhe, ja. Nein, ich hab keinen Bock auf Italien. Ah, oh, bruh. Minimum. Du bist auf D9 gefallen. Oh, Mark, Alter. Sei mal ruhig bitte noch. Mann. Oh, ich hätte wieder schneller gekonnt. Yes, ey. Was hast du gefahren? Warum wird das Overlay nicht angezeigt? Oh, fuck, ich hätte das easy auch geschafft. So hart verschissen. Das ist die beste Runde, die ich, ja, ich auf der Strecke mit dem Reifen gefahren habe. Also. Aber war da auf Soft, Eriko, war? Nee, auf Medium. Krasse, ey. Ja, Leute, das ist doch richtig eng da oben. Ja, warum wird immer kein Overlay angezeigt, diese Scheiße, Alter? Ah, ich glaube, Nameless und Marx sind ein bisschen schneller als 31.0. Das. Ich hatte schon beim Turnieren 31.3. Kann jemand sagen, wo ich bin? Bin ich auf der 10? Bin ich auf der 11? Da wurde ich von der KI in der letzten Kurve aufgehalten. Ich hasse alles. Ich hatte Pegel im ersten und zweiten Sektor. Also niedrige 31. Nicky, warum bist du schon wieder ausgetimt vorne? Meinst du hast das Boss-Internet? Okay, dann würde ich mal sagen. Ja, offenbar ist die Telekom doch scheiße, deshalb bin ich wieder aufs alte Internet gegangen. Was war scheiße? Egal. Ich hatte im ersten und zweiten Sektor Ping und dann habe ich mich gedreht. Alter. Muss ich erstmal schauen, wo ich hier stehe. Auf der 12. Was ist das denn? Behindert. Oh, Jay. Also Jay, also Nameless und Shadows sind von 1. Durch die Plätze-Rittstrafe da. Achso, oh. Naja, Jay und Moritz haben Plätze-Ritt-Penalties. In 4, 5 Plätze jeweils, oder? 5, ja. Oh, nice. Also, dann in dem Fall Nameless, Mark, Eriko, Verstappen. Und dann mal das so. Wieso der Trainer überhaupt mit Soft fertig? Weil der wäre dann mit Medium gefahren oder mit Hard sogar. Ja, keine Ahnung. Ich hätte von P1 starten können. Das sind die Force Indias, die braucht man nicht verstehen. Racing Points. Ach, sorry. Ganz schlimm, ne? Weil, ja. Was hast du?
hoffen, dass vielleicht die ersten zwei Runden besser und danach kacken die hart ab. Es war wie letztes Jahr, da waren die beiden auch vorne und haben schön aufgehalten. Ja, war genau dasselbe Szenario. Dann darf er einfach nicht vorbeikommen. Wogen. Hasch. Tannenbusch, hasch. Müsste halt auf den Jalen aufpassen, weil er wird am Start eine bessere Traktion haben mit durchstehen. Ah, nix hier. Der ist außen. Ah, ne, nicht mal. What? EF1 Chris ist auch vor ihm. Ja, der ist ja natürlich blöd. Die ja. Beide auf Softs hinter. Ja, ja. Da kann ich ja viel Spaß haben. Also, wenn ihr einen Stopp mit dem Soft schafft, dann gut ab, aber. Den dürft dabei. Beim Übungsstart konnten wir keine Probleme feststellen. Haltet die Drehzahl beim Start im Auge. Wir wollen schließlich nicht stehen bleiben. Also Jason auf 6 oder auf 5? Auf 5, wa? Auf 6. Auf 6. Auf 6. Auf 6 müsste das sein, außer der... Ist das. Aber beide auf Soft. EF1 Chris plus Jack. Ich hab extra nur abgebremst. Ich wollte eigentlich mich auf 11 platzieren. Ich war 13. da und bin runter vom Gas. Ja, du musst wirklich 5 Sekunden langsamer machen oder so, um sicher zu sein. Der Unterschied zwischen den Reifen ist halt 2 Sekunden. Mindestens. Ja, bitte vorsichtig sein gleich. Nur der Renault fährt da in der Formel 2 oder warum ist er so weit hinten? Ja, generell, wie sieht das aus? Das ist wieder Gecki mit seinem. Gecki, was ist denn da schon wieder, ey? Ich hasse das. Ja, der hat auch seine Probleme, das ist unglaublich mit dem, ey. Kalte Reifen am Start. Nee, die gehen nicht runter von der Temperatur. Na gut. Aber trotzdem ist absolut nervig. Wie wär's hier? Weil dieser Burnout, der Alter. Das Auto macht, das bringt überhaupt nichts. Man ist nur zum Angucken. Ja. Wie der Vettel, der macht's auch immer. Der fährt auch nur zum Angucken. Was macht der Sebastian? Den guten Power Slide. Tokyo Drift. Ja. Durch Spindump. 11, 10, 12, 11 Prozent. Dadurch spinnt er ein bisschen mehr. Wind zu Wind, ne? Der Regen wird in etwa 10 Minuten abklingen. Ja, bei mir auch. Ja, ist halt Jeff. Das ist dieser typische Dingsmark. Jeff. Kommt Start, Alter. Ei. Was ist denn da los? Da haben wieder Geister am Spiel, gerade bei Yoshi. Hast du es gesehen, die Riefel? Ja, habe ich. Er sah bei mir so aus, ob er von sie mir weggeschoben wurde. Er wurde weggeschoben, war irgendwie durchsichtig. Das sah ziemlich lustig aus. Starker Start gemacht.
Mann, wie soll jetzt fahren, verfickte Scheiße. Die Motortemperatur hat direkt Bock, Alter. Was ist das für ein Zug hier? Der J-Zug. Ja. Hat der vorhin einen Fehler gemacht? Ich hab dem wunderschönen kleinen Check gegeben. Bin nicht vorbeigekommen. War, glaube ich, nicht zu hart. War so wie Gregson gegen mich in Deutschland. Gregson? Alter, was ist denn da los? Nee, du weißt ja, Incident, wo er keine Strafe für bekommen hat. Mercedes-Tribüne. Ja.
Gib mir mit Schatten die Riebel. Nein! Komm links rüber! Ja! Jawohl, Alter! Ich will jetzt aber eh die Box fahren. Oh shit. Ja gut. Oh shit! Oh. Oh. Ja. Oh. Oh Gott, gab es eine kleine Berührung? Später OJ, Disconnect. OJ, OJ, OJ. Du bekommst ein Disconnect? Okay, alles klar. Ja, weil ich P3 bin. Meine Güte, was war eine Anfangsphase hier, Alter? Ja, absolut langweilig. Mach einen Kopf zu da vorne, Alter. Langweilig ist, dass ich doch einfach zurückfallen. Na, ein guter Zug. Du bist pro Runde etwa eine Sekunde schneller als dein Vordermann. Mach weiter so. So, Früchtchen Racing, Alter. Komm mal. Schlechter Exit aus der letzten.
lang rechts. Yes. Stop in dieser Runde. Geil, danke, Lenkrad. Ist wieder hängen geblieben. Achtung, Achtung! Grüne Flagge.
Ey, das kann nicht wahr sein. Dieses scheiß Lenkrad manchmal, Mann. Weil da auch einfach DRS-Failure jetzt. Schlabber. Der Benzinstand sieht super aus. Du hast ihn gut im Griff.
Zeit pro Runde um etwa 3/10 zurück. Ja, geil. Das scheiß Auto ist, glaube ich, noch auf der Strecke. Hat er es nicht geschafft, vor der weißen Linie aufzugeben, ey. Alter, wo so, fährt er noch weiter, oder wie? Ja, ja, wenn du, wenn du vor der weißen Linie aufgibst, bevor der Boxbremser losgeht, dann bleibt das Auto in der Box nämlich stehen. Und fährt nicht mehr raus. Was ist denn mit ihm eigentlich, ja? Ja, das wissen die meisten nicht. Ja. Das ist mir letztes Jahr in 2018 aufgefallen. Wenn man das macht, dann entweder wird das Auto drinnen, wenn man das vor der Linie macht, das kann man halt nicht überall machen, ja? Hier ist es halt jetzt auf der... Glück auf der seit neuestem geghostet, ey. Einer der wenigen Strecken ist es halt möglich. Boah, Simi. Bunde gibt der ist Windschatten ein bisschen, aber das reicht nicht. Nachbarn genau während des Rennens mal wieder Rambazamba machen. Oi. Oh, jetzt habe ich Schiss. Direkt Marco auf einmal hinter mir. Nutzt die Chance. Dann nehmen sie das ja über alle Berge da vorne, ey. Ja, 10 Sekunden. Ja, aber mein scheiß Lenker meint den Ausland. Ja, das ist natürlich bitter. Widerstand des Todes, Alter. Das ist ja nach dem Bodybuilder, ey. Bizeps-Training zu Hause. Muss ich auch machen vor Steppen. 100% Force Feedback Challenge. Ich hab eine gehabt, ey. Ist ja nicht. Ja, 35,4 oder sowas geworden. In-Lab laut. Thank you.
Hast du Verwarnung, Art? Nö, eine vielleicht, aber ja. Komm, Kolgate! Da sehen wir, wie auf letztes Mal die Linie. Ja, Rico, war das deins? Ja. Wunder, weil ich es gesaved hab. Also, das ist nicht normal. Ei, Alter. Jetzt aber. Zu weit weg. Mann, Apfel. Zum Auto vor dir beträgt 1,5 Sekunden. Ziel ist plus 1. Schnellere Motoreinstellungen sind verfügbar. Marc, süßes End noch mit DRS. Also ist er noch im DRS-Fenster bei dir, oder? Gerade raus.
gerade die erste gerade raus. Na, aber es kann. Sonst hätte ich langsam Angst bekommen. Ah, meine Frau wieder eine Strafe. Guck mal. Ah, Schwein tut er da vorne. Locker. Ja, ich habe auch eine Strafe. Oh, wir haben Karten, Leute, ey. Hat da einer da vorne? Nee, der hat keine da vorne. Oder? Nee. Ich habe auch keine einzige Verwarnung. Krasser Typ. Wo auch. Jetzt mal ganz ehrlich. Letzte Kurve. Außer vielleicht letzte Kurve. Mit den 3 Sekunden wird das schwierig. Für dich. Außer du haust mir natürlich den Flügel ab, wenn du mich überholst. Ja. Ah, davon gehe ich mal nicht aus. Oh, Yoshi? So viele Äpfel gefuttert oder was? Das Auto hinter dir fällt pro Runde um etwa 3 Zehntel zurück. Das will können, Jeff, genau das. Komm schon. Ist draußen. Geschwindigkeit verringern und positives Delta beibehalten. Drossle deine Geschwindigkeit. Unser Delta ist ein Lenkrad. Schalte doppelt runter. Verringere sofort dein Tempo. Alter. Ja, quasi Ren ist da raus. Ich bin immer so paranoia, wenn das aufhört, dass ich nicht über den Räder bin. Was geht in die Box? Achte, ja, warum nicht? Virtuelle Safety Car Phase endet. Tempo bis zu den grünen Flaggen beibehalten. VSC endet. Grüne Flaggen warten. Oh, das nicht auf der Geraden zu Ende sein können? Ah, ich hab zwar 2 Sekunden im VSC verloren, aber ich glaube, das juckt jetzt eh nicht mehr. Oh, what? Ich frag mich nur, warum Cent mitgegangen ist. Letzte Runde oder so? Weil ja, er war auf 2. Ein Punkt. Ja, den vierten bekommt er nicht wieder. Hat sein Teammate vielleicht P3, sicher, aber mir hängt Eriko im Nacken. Eriko kann nix. Schnauze, er hat halt mal was gehört. Der Strafe für die vier letzten. Auf wen? Lack! Oh shit. Wenn man nicht eine Strafe mehr hat als du. Also. Ah, Noob. Ich hatte glaube nicht ich mal einen entschieden letztes. Ne, wir reden vom letzten Jahr, glaube ich, noch. Hat er aber nichts gehabt, Eriko. Oder Banause. Ich mein, warum seid ihr in die Box? Ihr kriegt ihr eh nicht mehr, glaube ich. This is not real F1. Von daher. Ja, aber dadurch hast du P3. Ich hab P3 weggeschmissen, ja. Eigentlich eher, ne? Ja, komm, ich kann euch nicht unterscheiden. Von der Stimme her. Ich hab euch noch nicht gehört. Genug. Oh, Steppen, are you sure, Alter? Also. So, Mulligan auf. Komm hier, Platz 8. Ich gönn nicht mehr, Yoshi, dich gönn ich mehr.
Da habe ich kein DRS. Mein DRS ist kaputt. Oh. Ja, war mein Freund auch. Hatte ich absolut Angst. Oh, ich hasse die letzte Kurve Side by Side, Alter. Ah, Sand, hast du nicht sogar einen Overcut gemacht? Nee, nee, ich bin in der gleichen Runde wie du gekommen. Ah, okay. In der 11. Ah, du wurdest mehr aufgehalten, ne? Du warst ja in so einer Gruppe nochmal hinter mir. Ich hatte irgendwie zwei vor mir. Ah, das ging auch ohne DRS ganz gut. Ah, nehmen wir das jetzt so nicht reinfahren können unter VSC? Theoretisch? Nein, ich hätte auch. Na, mich hättest du noch bekommen. Ich weiß ja nicht, auf was ich schwer auf. Soft? So beim Markt oder so. Landet. Ey, du wärst sogar vor allen also, gelandet. Also, fährst du ja safe nach Hause, also. Ich, ja. Hast du eine Strafe? Nee. Ja, okay. Ja, ich glaube, nennen wir es, der hat jetzt hier 7-3 Sekunden Strafen, pass auf. Ja, Mann. Ich fühl's auch. Jetzt aber. Ich meine, ich bin in der. Jetzt aber. Ja, du holst nicht viele Strafen. Ja, hier nicht. Wir haben die DS am Start und Ziel entfernt. Nee. Yes, Mann! So, Achter. Abstand zum Auto vor dir beträgt 8,0 Sekunden. Nice job, Mulligan. Ich war vorhin eigentlich bei Rivel, dann kam dieser Moment da, Ausgang letzte Kurve. Und dann, ja, komplett den Kontakt da. Hättest du jetzt sogar vielleicht ein Podium haben können. Komplett den Kontakt da vorne verloren. Ja, ich denke schon. Das ist nur die Frage, wie nah du dran warst. Ja, das waren die ersten zwei Runden oder so. Ich hatte Abstand zu denen nach hinten. Ja, war dumm von mir. Hab ich mich irritieren lassen von Marc. Ich dachte, ja, nice Idee, noch Runde Soft. Ich hab gedacht, das VSC geht ein bisschen länger. Egal wie lange es geht, das war dumm. In etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Was ist die schnellste Runde? Ich hab gerade einen kleinen Schlag bekommen. Ja, wer das war? Birne oder Yoshi, einer von beiden. Dein Hintermann holt 15. pro Runde auf dich auf. Abstand zum Auto vor uns beträgt 9,6 Sekunden. Sich Mark holen.
Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. GG. Yes. Yes. 130 für die gerade, oder? Nee, Mark hat mich überholt. Nee. Aber nein, mir wird's reichen. Yes, nice. Oh. Ja. Denke ich, wäre sogar an Postetten noch angefahren. Denke ich auch. Okay, Achter. Gut. Das ist mir egal, das Spiel ist lächerlich, Alter. Oh Gott, Alter. Huh. Ja, das war ein Fight gegen Bruno und Yoshi, ey. Huh. Ich bin bestens mit 13 irgendwie gefahren, aber. Hierüber, du hast echt starke Panzer, wenn man sie. Ich keine Chance. Bitte was? Ich habe es gerade kurz nicht ganz verstanden. Du hast echt gute Pacer-Bänder, das muss man dir lassen. Also, Mark hat mich ultra. Alter, ey! Zeitlich ultra. Ich hab zwar einen blöden Fehler gemacht, aber. Ja, Mann! Trotzdem. Wäre auch so sehr eng geworden für mich. Aber deine ist auch jetzt nicht so schlecht. Du bist ja lange Alter! Ja, sollte durch sein, nämlich, wa? Mann! Was ist? Sollte durch sein, wa? Ja, ist durch. Ja, dann Glückwunsch zum dritten Weltmeistertitel. Insgesamt? Ja, GZ. Ja. GZ. Ja. Danke, danke. User joined your channel. Also, Marco hätte. Kann man das Spiel anzeigen? Marco hätte heute schon gewinnen müssen. Ja, Pace war auf jeden Fall wieder da, aber dann meinte ja, aber. Nö, ich hab keinen Bock mehr. Das Lenkrad war am Ende. Bitter, bitter. Ich meinte, es hätte keinen Bock mehr. Ja. Dann muss ich mein Lenkrad ausmachen, wieder anmachen, da hatte ich den. Ah, Level 41 Hype, Alter. Jawohl, erstmal 6 Level ab. Level 41 Bronze. Ja, Level 41 Bronze Hype. Ich kann nicht weiter miteinander zu reden. Warum machen Kopf zu, du Alter, No-Lifer? wo bist du nochmal gelandet? Ach komm, Alter. Ich vergesse hat mich, er von mir geerbt, der Typ. Ich vergesse mich gleich. Ja, Simi, komm, Kopf zu, ey. Elfter, brauchst ja nicht starren. Ja, komm, ich muss wegen dem DS nochmal an die Box. Das warum? Ja, das war offen. Es ging nicht mehr zu. Den Bug ja, Alter, als ob. Ich überhole den, Chris. Das ist kein Bug. Interviews. Das rausgemacht. Den Bug ist aber, ist doch scheiße. Wenn er nicht flügelt, mal hoch. So, ich schaffe mal ganz kurz. Ich musste an die Box, es ging nicht mehr zu. Ja, ich konnte absolute Frechheit, dass sie das auch drin behalten. Alter, niemand mag das. Wenn schon kein Motorschaden gibt in dem Spiel, dann können sie auch so einen Dreck weglassen, wirklich. Ja, so hab mir auch schon gedacht. Ich bin 8 Jahre dann, nö, mein DS bleibt offen nach der langen Bahn. Ich so, ja, geil. Richtig oh, Rico geil. 4, Lack. Aber das macht keinen Unterschied. Hab ich wieder Punkte verloren hier. User left your channel. Gutes Duell hier mit Birne und Yoshi. Ja, ich wäre da gerne auch dabei gewesen. Wer, ganz ehrlich, wie keine Zeit, Drake, Alter, willst du mich verarschen, Alter? Lukas hat machen, Alter. Jo. Aber jetzt bin ich ja immer durch jetzt? Ich glaube ja. Ich kam halt durch keine Kurve mehr durch, weil ich dann immer natürlich weggerutscht bin. Ne? Die ganze Zeit noch.